Okay, hallo, willkommen im Ars Electronica Center im Deep Space zu einem großen Moment, an dem wir versuchen, das enorme, fantastische, riesige, aufregende Programm des heurigen Ars Electronica Festivals möglichst komprimiert zu präsentieren. Es sind weit über 500 Projekte. Wir haben bereits jetzt mehr als 1000 aktiv präsentierende Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Content-Lieferantinnen für dieses Festival akkreditiert. Ich glaube, das sind ein paar Zahlen, die einfach ganz eindrucksvoll zeigen, was hier in 5, 6 Tagen tatsächlich alles über die Bühne gehen wird. Das wollen wir heute vorstellen und natürlich auch einen Blick darauf werfen, welchen Stellenwert Ars Electronica hier in diesem Gefüge, auch im Kulturleben der Stadt Linz hat. Und darum darf ich beginnen damit, unseren Herrn Bürgermeister um sein Statement zu bitten. Bitte, Klaus, gleich auf die Bühne. Mikrofon hast du schon, perfekt. Sie werden als Journalistinnen und Journalisten in Ihren Archiven diesen Satz, den ich jetzt dann sprechen werde, mehrfach finden, nämlich: Im heurigen Jahr ist die Thematik der Ars Electronica des Festivals ein ganz besonders entscheidender und richtiger. Ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr sagen werde. Aber heuer ist es tatsächlich so. Aus meiner Sicht ist mit der Themenfindung, wem gehört die Wahrheit, ist eine der zentralen Fragen vollkommen auf den Punkt gebracht. Wir erleben ja auch in unserem Land derzeit zum Teil inhaltlich sehr, was den Tiefengang betrifft, überschaubare Diskussionen über die künstliche Intelligenz. Vom Untergang des Abendlandes bis zur Rettung der Gesellschaft werden Sie jede Position finden. Es ist doch so wie bei vielen anderen gesellschaftlichen Themen, dass in einer liberalen Demokratie, die wir Gott sei Dank erleben dürfen, es unheimlich viele Expertinnen und Experten gibt. Und wenn Sie die Diskussion über ChatGPT in den letzten Monaten verfolgen, dann ist es ähnlich wie beim Match der österreichischen Fußballnationalmannschaft, dass es 9 Millionen Trainerinnen und Trainer gibt und 18 Millionen Expertinnen und Experten. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in einer der spannendsten Perioden derzeit leben dürfen. Dass wir viele, viele Fragen, Chancen, Risiken, Herausforderungen, dem einen oder anderen fehlt auch tatsächliche Bedrohungen des bisherigen gesellschaftlichen Status, dass wir mitten in dieser Diskussion stehen. Und ich habe auch Angst ein wenig davor, dass nicht nur wir in Österreich, sondern generell in Europa wieder eine Chance vergeben, so wie wir das bei anderen Technologien in der Vergangenheit auch gehabt haben, indem wir die Bedenkenträger in den Vordergrund stellen. Und es gibt viele Fragen bei der künstlichen Intelligenz, die tatsächlich Grundfesten auch unserer mehrheitlich doch geliebten demokratischen liberalen Verfassung haben. Es gibt unheimlich viele juristische Fragen, ob das jetzt von Urheberrecht, geistiges Eigentum etc. etc. ist. Aber es gibt auch in all diesen Technologien eine Riesenchance zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Und ganz besonders in einer Stadt wie Linz und hier auch aus meiner Sicht ein klares Bekenntnis auch zu dem, was an der Johannes Kepler Universität Professor Hochreiter versucht zu machen. Und er hat sie auf den Punkt gebracht. Es ist nicht rassistisch, aber wahr, dass ein afrikanisches Land in etwa so viel auch für die Forschung künstlicher Intelligenz zur Verfügung steht wie die Republik Österreich. Ein Land, das andere Probleme auch hat, viel größere als unsere Heimat. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, diese Ars Electronica, das heurige Festival, möglicherweise tatsächlich stärker als bisher auch sehr konkret mit unserer Situation in unserem Land zu konnotieren.
Wir benötigen einen offensiven, einen realistischen, einen fördernden Zugang auch zur künstlichen Intelligenz und nicht einen der großen Ängste, wie das ist. Und wenn dann die Wahrheit gehört, erlauben Sie mir zum Abschluss noch ein bisschen einen Rückblick aus meiner sehr persönlichen Sicht. Ich bin ja bekanntlich nicht als Politiker geboren, sondern ich war Empiriker in meinem vorigen Berufsleben. Und für uns war völlig klar, was die Wahrheit ist. Das ist das, was berechnet wird, eine empirische Analyse. Dann gibt es Zahlen, die können einem gefallen oder nicht, die können richtig oder falsch interpretiert werden. Aber wenn man richtig rechnet, hat man in diesem Umfeld eine Wahrheit. Und die Entwicklung der letzten 20 Jahre war auch in der Wissenschaft eine des Konstruktivismus. Zu meiner Zeit an der Johannes Kepler Universität im Hauptfach Soziologen Seminar für Empirie hätten Sätze wie die Wahrheit ist interpretierbar, sie ist konstruierbar und vor allem sie ist dann auch wahr im Sinne dessen, weil sie subjektiviert worden ist. Also jetzt wahrscheinlich bei Professor Nietzsche eher keinen Schein für so Aussage bekommen. Bei Holm als Empiriker sowieso nicht. Ja. Und deshalb glaube ich, dass wir uns mit dieser Frage, die viel weiter geht als künstliche Intelligenz, in einer Zeit, in der Faktenorientierung nicht unbedingt hoch en vogue ist, dass wir auch diese Diskussionen zu führen haben. Die Ars Electronica wird einen Beitrag, glaube ich, auch auf unserer Ebene dafür bringen. Es ist ein langfristiger, ein längerer Prozess, der auch an den bisschen auch an den grundfesten bisherigen wissenschaftlichen Arbeitens rüttelt. Und ich bekenne mich dazu, ein Empiriker zu sein. Ich glaube, dass es Wahrheit gibt. Und auf die Frage, wem sie gehört, bin ich dafür, dass es eine vergesellschaftete Wahrheit und keine, wie auch immer geartete, subjektive oder ausschließende für andere gibt. In diesem Sinn freue ich mich heuer wirklich ganz besonders auf die Ars Electronica, auf das Festival, auf die Zugänge und weiß, dass wir diesen politischen Diskurs ordentlich in dieser Gesellschaft weiterzuführen haben. Aber für Linz starten wir mit dem und dafür ein großes Dankeschön an die Programmiererinnen und Programmierer, an alle Systempartnerinnen unserer Universitäten, unserer Bildungsinstitutionen, Kultureinrichtungen in dieser Stadt, denn diesen Diskurs haben wir gemeinsam zu führen. Danke. Vielen herzlichen Dank. Die Stadt Linz ist ja auch der größte, wichtigste Geldgeber der Ars Electronica. Wir sind im 100%igen Eigentum der Stadt Linz und Frau Kulturstadträtin Doris Lang-Meierhofer ist die Vorsitzende unseres Beirats. Und bitte, Doris, ich darf dich um dein Statement bitten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht wieder los. Es ist einfach das große Ding in unserer Stadt. Unsere Ars Electronica startet wieder durch mit dem großen Ars Electronica Festival. Und die Vorfreude, das können Sie mir glauben, die ist einfach wieder riesig. Ich glaube, nicht nur bei mir, sondern beim ganzen Team der Ars Electronica. Ich möchte mich nicht nur bei Gerfried Stocker bedanken, jetzt schon, denn ich möchte mich heute auch ganz besonders bei Veronika Liebl und bei der Christel Bauer speziell bedanken. Kommt, ihr seid ja dann nachher noch auf der Bühne und werdet einige Details oder alle Details uns zum Festival noch berichten. Aber da ist so viel Engagement, so viel Power dahinter und deswegen möchte ich das einfach auch hier erwähnen. Es ist wirklich wieder eine Meisterleistung, die hier passiert, die aktuell noch passiert. Wir sind in den finalen Tagen. Es ist wirklich, glaube ich, schon wieder spürbar auch in der Stadt, dieses Feeling. Es werden wieder viele internationale Gäste auch und Delegationen aus der ganzen Welt zu uns nach Linz kommen. Es ist also wirklich wieder
ein großes Ding, wie bereits am Anfang erwähnt. Und es ist mitten in der Stadt. Die Post City als die Location, wir kennen sie, wird uns sicherlich auch wieder überraschen mit vielen Highlights. Es ist einfach eine tolle Location. Natürlich alle weiteren 13 Innenstadt-Locations, die Teil des Festivals sind, vom Mariendom bis hin zu verschiedensten Kunsträumen, das AEC, das Lentos. Es sitzen ja auch einige Player hier. Das Bruckner Orchester ist natürlich wieder ein wichtiger Teil des Festivals. Die Universitäten aus unserer Stadt, aber natürlich auch viele internationale Universitäten, die Partner sind des Festivals. Und unsere neue Universität, Frau Lindstedt, ist ja auch hier. Und natürlich ganz ein wichtiger Part bei unserem Ars Electronica Festival. Wir freuen uns über jegliche Kooperationen, die hier wieder stattfinden. Und genau das ist es. Die Ars Electronica ist der Wegbereiter für die wichtigen, prägenden Fragen unserer Zukunft. Und da ist natürlich diese Fragestellung, wem gehört die Wahrheit, who owns the truth, eine ganz wichtige. Nicht nur, weil wir uns hier mit zukunftsrelevanten Themen schon immer beschäftigen, Kunst, neue Technologien, Wissenschaft. Wie gehen wir damit um? Wie wirkt sich das auf unsere Gesellschaft aus? Das sind die Grundsäulen der Ars Electronica schon mehr als 40 Jahre. Hier gibt es diese Expertise, die hier aufgebaut wurde, auch im Bereich der Digitalisierung und wie man mit diesen neuen Technologien auch umgeht. Und das zeigt sich gerade auch in dieser Zeit, wo die künstliche Intelligenz einfach immer mehr auch in unserer Gesellschaft durchdringt, immer mehr. Also es kriegt einfach eine ganz wichtige Bedeutung. Ich glaube, das spüren wir in allen Bereichen, in allen Berufen, in allen, ja, wirklich quer durch unsere ganze Gesellschaft. Und deswegen wird es so relevant sein, hier auch gemeinsam diese Fragestellung, wem gehört die Wahrheit, was ist die Wahrheit, wie gestalten wir unsere Zukunft, unsere nachhaltige Zukunft, unsere Umwelt, wie gestalten wir das auch in Zukunft? Und vielleicht kann uns die Kunst hier Antworten geben, dass wir auch dieses Miteinander, dieses Gemeinsame hier auch wieder viel mehr in den Vordergrund stellen können bei all der Verunsicherung in unserer Gesellschaft, die natürlich künstliche Intelligenz und all diese Entwicklungen mit sich bringen, viel mehr wieder zu dem Gemeinsamen zurückzukommen. Und das werden wir alle gemeinsam beim Ars Electronica Festival erörtern mit vielen Künstlerinnen. Ich glaube, es sind über 1000, die wieder zu uns in die Stadt kommen. Alleine über 1000 Künstlerinnen, habe ich mir sagen lassen. Also wirklich ganz toll, was hier wieder auf die Beine gestellt wird. Ich gratuliere jetzt schon wieder und freue mich auf ein spannendes Festival. Bilder haben schon gezeigt, es gibt zwei große Themenblöcke natürlich dieses Festivals. Das sind die großen Themen, die die Künstlerinnen und Künstler und ich glaube alle Menschen im Moment am meisten interessieren und beschäftigen. Das ist die große Frage des Klimawandels, der Klimakatastrophen, die auf uns zukommen und natürlich die massive Herausforderungen, die die sogenannte künstliche Intelligenz nicht nur technisch und wissenschaftlich und wirtschaftlich, sondern vor allem für unser gesellschaftliches Gesamtverständnis auch stellt. Das wird sich in ganz vielen Bereichen durchziehen. Die Woche ist organisiert in Thementagen. Da werden wir jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Was natürlich wichtig ist, ist, und die Frau Kulturstadträtin hat es ja schon ein bisschen ausgeführt, ist diese enorm starke lokale Kooperation. Auch neben der riesigen Anzahl von Beiträgen, Partnerinstitutionen, Künstlerinnen, Universitäten, 56 Universitäten aus der ganzen Welt,
zuzüglich zu denen, die wir hier in Linz haben, die alle dabei sind, werden präsentieren. Ganz viele andere Festivals nutzen auch die Ars Electronica. Es ist das größte Event, das größte Festival weltweit mittlerweile, das in diesem Themenbereich tatsächlich zu finden ist. Und da ist natürlich enorm wichtig, diese internationale Verankerung, aber natürlich auch die lokale Expertise. Und wir werden dann im Lauf der Pressekonferenz auch die wesentlichen Player hier vor Ort auch vorstellen, die mit ihren Programmen ganz massiv zum Festival beitragen. Es ist auch schon gesagt worden, die Post City ist heuer wieder unsere Location. Vielen Dank, Herr Dr. Franz, dass die Post AG abermals sozusagen diese Möglichkeit uns gibt. Ich meine, das sind 80.000 Quadratmeter, wirklich großartig, prototypisch ideale Veranstaltungs- und Eventfläche für ein Festival. Und das ist natürlich eine Geschichte, die ja enorme Bedeutung hat. Interessant ist auch, dass die JKU, wo wir die letzten 3 Jahre sehr erfolgreich unser Festival durchführen konnten, heuer mit uns in die Post-City auch übersiedelt. Und es wird auch von der JKU ein ganz großartiges Projekt geben. Der Bürgermeister hat auf das angesprochen, diese Initiativen, die von Sepp Hochreiter und auch Meinhard Lukas losgetreten werden, gerade auch sozusagen Richtung einer europäischen Forschungskompetenz für große Sprachmodelle und KI-Systeme und natürlich die Herausforderung Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und was all diese Themen gemeinsam haben, ist natürlich, dass sie international, dass sie global, dass sie groß und zusammenführend gedacht werden müssen. Und das bringt mich sozusagen zum Teil, der jetzt gleich einmal am Beginn dieser Pressekonferenz stehen soll, nämlich unsere neue Kooperation mit dem IDSA, dieser neuen Digital-Uni, wie man so mittlerweile irgendwie landläufig bei uns da schon davon spricht. Und wie wir versuchen, gemeinsam mit dem Gründungskonvent, gemeinsam mit der neuen Präsidentin auch dieser Universität, das Festival auch zu nutzen, diese internationale Vernetzung auch zu nutzen, um sozusagen die richtigen Spuren zu legen, die richtigen Wege zu finden, wie diese Universität dann tatsächlich auch funktionieren soll, was die Themen sind, was die neuen Methoden sein können. Und ich darf gleich Frau Stefanie Lindstedt bitten, sie ist die Präsidentin dieser neuen Universität. Bitte um dein Statement. Dankeschön. Danke, Gerfried. Bin ich on? Gut. Ja, das Ars Electronica wurde 1979 gegründet, und zwar mit dem Ziel, Kunst, Technologie und Gesellschaft zusammenzubringen. Und je mehr ich jetzt auch speziell über das Festival erfahre, quasi jeden Tag mehr, weil das ist ja ein Programm, was man quasi gar nicht erfassen kann, wenn man da so durchblättert und sich das anschaut, desto mehr beeindruckt bin ich. Und speziell eben auch vor dem Vorbild, was die Ars Electronica bietet in Bezug auf Interdisziplinarität. Und die Herausforderung für das IDSA ist es nun, diese Interdisziplinarität auch akademisch zu etablieren. Während interdisziplinäre Grundlagenforschung zum Beispiel in den USA schon seit mehr als 20 Jahren gang und gäbe ist, ist das in Europa leider immer noch eine nicht gelebte Praxis und wird eher etwas belächelt oder als Spielchen bezeichnet. Und ja, und das, obwohl die Erfolge wirklich für die Interdisziplinarität und Multidisziplinarität sprechen. Wenn wir uns nur im medizinischen Umfeld die Etablierung der multidisziplinären Tumorkonferenzen anschauen, dann sehen wir, dass dort Ärzte aus den Bereichen Chirurgie, Onkologie, Radiologie, aber auch Dermatologie, Urologie zusammenkommen, um für einen speziellen Patient, Patientin die bestmögliche Krebsbehandlung zu designen, zu entwickeln und dann auch umzusetzen und zu begleiten. Und seit Einführung dieser Tumorkonferenzen ist die Krebsbehandlung signifikant besser geworden, hat wesentlich bessere Erfolge erreicht. Und ein toller Nebeneffekt ist, dass da auch noch diese Konferenzen als so eine Art Weiterbildungsprogramm dienen können für die Ärzte und Ärztinnen, die dort mit dabei sind, weil sie eben von den anderen Beteiligten eben eine ganze Menge lernen. Ja, und genau diese Interdisziplinarität ist eigentlich
inhärent in der Digitalisierung. Digitalisierung kann sich eigentlich die ganze Kraft ja nur entfalten, wenn wir es mit Gesundheit, Medizin, Umwelt, Energie und so weiter, Mobilität zusammenbringen. Und wir haben eben jetzt das Ziel und die Aufgabe, Studierende auszubilden, die an diesen Schnittstellen zwischen digital, also Computer Science, künstliche Intelligenz und einer oder mehrerer anderen Fachrichtungen kreative Lösungen zu erarbeiten für die Probleme unserer Zeit. Ja, und über lange Strecken, lange Zeiten hin kreativ zu bleiben und sich immer wieder neue Schnittpunkte finden zu können, ja, dafür muss man immer wieder einen Schritt von der eigenen Arbeit zurücktreten, von der eigenen Forschung ein bisschen Abstand nehmen, neue Perspektiven einnehmen und neue Ideen und Impulse bekommen. Ja, und genau diese Impulse kommen durch das Ars Electronica Festival. Wir werden jedes Jahr unsere Fenster und Türen öffnen vom ITER, um unsere Strukturen, unsere Projekte, unsere Lehre und lassen uns dann am Ars Electronica Festival sozusagen die neuen Gedanken, neuen Ideen und Visionen um die Ohren, Nase und Augen wirbeln, wehen. So dieser frische Wind, der da immer wieder hineinkommen soll und kommen wird. Und am 6. September ja, hat das IDSA tatsächlich das erste Mal das Debüt auf dem Ars Electronica Festival. Der ganze Tag des 6. September werden unsere Studierenden, unsere ersten internationalen, hochkreativen Studierenden, die 75 Personen, die wir dort gewinnen konnten, ihre Ideen der neuen Universität und der neuen Themen vorstellen. Und in den folgenden 5 Tagen sind sie dann auch damit beschäftigt, zusammen mit unseren internationalen hochkarätigen Fellows, die erstmals jetzt auch zu dem Festival bereits dann dabei sind, das Programm für das Herbstsemester und Wintersemester zu entwickeln und dann eben auch umzusetzen. Ja, was hier in Linz entsteht, ist eine Universität kompletten neues Zuschnitts. Eine Universität, die auf einem weißen Blatt Papier begonnen hat, aber jetzt im Rahmen verschiedenster Labs Gestalt annimmt. Und dazu haben wir eben die Founding Labs geschaffen. Und es ist so, dass sie damit sozusagen die Entstehung einer Universität im Live-Ticker betrachten können. Ja, und welche Funktion soll jetzt IDSA in Zukunft wirklich übernehmen? Welche Personen wollen wir ansprechen? Die Universität richtet sich an Doktorandinnen im ersten Schritt, die ihr Fachgebiet außerhalb der Informatik haben, also aus den Bereichen der Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und so weiter kommen und die diese Kompetenzen mit Methoden und Prozessen der digitalen Transformation verbinden wollen. Unsere Absolventen werden Gestalterinnen dieser digitalen Transformation sein, lernen, nicht frontal im Unterricht, sondern aktiv in Projekten, in konkreten Projekten, die aus der Wirtschaft kommen können, aus der Industrie, aus NGOs, aus der Gesellschaft, von den Studierenden selber und natürlich auch aus der Wissenschaft. Ziel ist es dabei, die Digitalisierung im gesamtgesellschaftlichen Bereich, im Rahmen zu erfassen und mitzugestalten und damit eben auch zu der Akzeptanz von wichtigen Technologien wie künstliche Intelligenz und deren Vertrauenswürdigkeit beizutragen. Ich bin sehr stolz, dass wir dieses Leuchtturmprojekt und mit der Ars Electronica dabei eng an unserer Seite haben, die ihr mit ihren mutigen Visionen seit mehr als 40 Jahren die Avantgarde der Digitalisierung und Kunst weltweit darstellt.
Und deswegen richtet sich mein Dank natürlich wieder ganz besonders an Gerfried Stocker, an die Veronika Liebel, aber auch an den Gründungskonvent, ganz voran der Katja Schächtner, die eben dieses Programm gemeinsam erarbeitet zu haben, damit wir eben diesen Running Start vom IDSA hinbekommen. Vielen Dank. Auch für diese Beiträge und diese Möglichkeit, sozusagen an dieser Neugestaltung dabei zu sein. Es gab ja vor einigen Tagen eine eigene Presseinformation auch, wo Sie vor allem auch die Details über die Studierenden und die Fellows und die einzelnen Themenpunkte im Vollterm nachhören, nachlesen, nachsehen können. Sehr empfehlenswert. Am Mittwoch geht's los und am Abend natürlich die Eröffnung der Ars Electronica steht auch ganz im Zeichen dieser Studierenden und Fellows. Es wird ein sehr interessantes Eröffnungsprogramm geben mit ganz vielen künstlerischen Acts, aber auch mit Jimmy Wales, einem der, ja, der bekannteste der Wikipedia-Gründer und Initiatoren, der eine Eröffnungs-Keynote auch halten wird und natürlich einer dann danach anschließenden Konzert- und Performance-Serie. Das ist ohne dies ein wichtiger Punkt, sozusagen diese Abend-Events, die großen Konzerte, die Performances. Der Donnerstag steht dann ganz im Zeichen des Prix Ars Electronica, der Preisträgerinnen, aber eben nicht nur der Prix Ars Electronica, sondern auch eine Reihe von spannenden Wettbewerben, die auf dieser Plattform mittlerweile sich auch etabliert haben, insbesondere der Europäischen Kommission, sei es der Staatspreis, den wir seit vielen Jahren schon ausrichten, aber auch der ganz neue Preis für Citizen Science, eine ganz spannende Geschichte, die natürlich auch in diesen großen Themenschwerpunkt Wissenschaft, Bildung und eben wem gehört die Deutungswahrheit über unsere Welt ein ganz entscheidender Beitrag sein wird. Ein Preis für Digital Humanity, also dort, wo es auch darum geht, wie Menschen mit Einsatz der digitalen Medien einander helfen, einander unterstützen. Der Freitagabend ist der Abend des Bruckner-Orchesters, mittlerweile sozusagen eigentlich schon angestammt seit 2003. Jetzt habe ich das schon weggenommen, gell? Du wolltest das sagen. 20-jähriges Jubiläum. Norbert Ravöger hat mir gerade vorher darauf aufmerksam gemacht und das ist mein Stichwort. Norbert, darf ich gleich dich bitten, was zur Konzertnacht zu sagen? Neuen Anfang überlegen. Ja, 2003, seit 2003 gibt es dieses Format der großen Konzertnacht. Bin ich hörbar? Ja, okay. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir in die Post-City zurückkehren, weil genau vor 6 Jahren, 2017, war das quasi das erste Konzert mit Markus Poschner und dem Bruckner Orchester. Und ich werde diesen Abend nie vergessen. Auch ich kann auch Bruckner nicht mehr hören, ohne einen Zug auf mich zukommen zu sehen beim Hören. Aber diese Untersuchung der Konzertnacht überhaupt, und um ein Wort aufzunehmen, Frau Lindstedt, wie bleiben wir kreativ? Wie sind wir kreativ? So ist dieses Format doch ein ganz spezielles Linzer Format, wo sich ein großer Handwerksbetrieb eines Orchesters immer wieder in neue Resonanzen geht, aufbricht und sozusagen so eine Art Labor- und Versuchsstation immer am Beginn einer Saison zu haben, ist sehr frisch für den Kopf zu überlegen und überhaupt für das Tun. Diese Untersuchung vor 6 Jahren haben wir mit Bruckner begonnen, indem wir sozusagen die Binnensätze der Bruckner 8 aufgeschnitten haben und mit einer Improvisationsband in Resonanz gegangen sind. Jetzt quasi kurz nach dem 199. Geburtstag Anton Bruckners, der nächsten Montag ist, 4. September. Deswegen weiß ich meinen Hochzeitstag, der ist nämlich 2 Tage davor. Meine Frau wundert sich immer. werden wir sozusagen diese Untersuchung am Bruckner, wenn man als Musiker könnte man ja mit der Wahrheit einfach machen. Jeder, der sie spielt und zuhört, besitzt die Wahrheit. Selbst wenn eine Sinfonie gespielt wird und 1000 Menschen zuhören mit 2000 Ohren, jeder nimmt das wahr, was er für wahrnimmt. In diesem Fall setzen wir sozusagen diese Untersuchung auch mit Bruckner fort, im 200. Lebensjahr dann sozusagen, nach dem Montag am 8. mit nicht 4, sondern 5, wir haben das ein bisschen erhöht, 5 Skerzi mit 5 Drehmomenten aus dem symphonischen Werk,
nullte, zweite, vierte, sechste und siebte, die in Resonanz geht mit ganz anderen Positionen, mit dem Rapper Def Ill und mit der isländischen Kontrabassistin, Komponistin Bára Gísladóttir und auch anderen, lassen Sie sich überraschen, um sozusagen diese Untersuchung im Jetzt fortzusetzen. Und darauf freuen wir uns immens. Die Konzertnacht mit dem Orchester geht dann natürlich über in eine Nightline, wo es bis spät in die Nacht hinein dann auch wieder unterschiedliche Formen der elektronischen Musik geben wird, eben dann sehr sozusagen in den Bereich des Populären der elektronischen Musik. Und diese populäre Öffnung ist natürlich ganz besonders deswegen möglich, weil wir auf der anderen Seite auch wirklich mit auch hier wieder Partnereinrichtungen ganz tief in die Avantgarde des künstlerischen, musikalischen Schaffens reingehen. Und da darf ich den Rektor Martin Rummel bitten für die Anton-Bruckner-Universität, die heuer auch mit einem sehr intensiven Programm dabei sind. Danke, Gerfried. Die Diskussion um Wahrheit ist ja gerade in der Musik nicht ganz neu. Schon Celi Bidake hat gesagt, in der Musik geht es nicht um Schönheit, es geht um Wahrheit. Schönheit ist nur der Köder. Und diese Frage, Norbert Ravöger hat es gerade auch beschrieben, was das für Ausführende bedeutet und für Musikschaffende und für komponierende Menschen. Und genau diese Frage, die Norbert Ravöger da geschildert hat, wie bildet sich die Wahrheit bei einem Publikum, wie bildet sich die Wahrheit derer, die die Musik ausführen, das war die Grundlage des Open Calls, den unser Kompositionsinstitut ausgeschrieben hat, um zu Workshops, zu gemeinsamem Erforschen dieser Fragen einzuladen. Und aus dem ist eine, Sie können es dem Programm entnehmen, eine sehr große, dichte Programmfolge von Präsentationen und Workshops bei unserem Haus geworden. Das ist das eine, was wir dazu beitragen, dass junge Menschen sich mit dieser Frage, wo geht die Suche nach der künstlerischen Wahrheitsfindung hin, auseinandersetzen. Das halte ich für uns als Institution für einen ganz besonders wichtigen Schritt, dass wir zeigen, dass diese künstlerische Forschung, die sich natürlich in einer so jungen Universitätsgeschichte wie der unseren herausbildet, sich wirklich ins Zentrum unseres Tuns bewegt hat und dass diese Forschungsfragen die Zukunft der Musikschaffenden, Kunstschaffenden, die wir ausbilden, darstellt. Wir sind auch zu Gast, und das freut mich, da darf ich das Stichwort Interdisziplinarität aufgreifen. Wir sind auch zu Gast mit einer Tanzperformance, die auch schon teilweise hier zu sehen war, sehr erfolgreich. Ich kann Sie alle nur einladen, wieder hinzugehen. Das ist ein ganz herausragendes Projekt und zeigt, dass wir mit diesen zukunftsweisenden Formen, wie sich künstlerische Forschung, künstlerische Ausdrucksformen weiterentwickeln und was die neuen Medien dazu beitragen, dass junge Leute sich künstlerisch ausdrücken können, wie wir das hierher zeigen können und einen Beitrag leisten können, dass die Kunst auch einen zukunftssuchenden Weg einschlägt, zu dem wir beitragen. Danke. Also dieser Aspekt künstlerischer Forschung, Forschung, Entwicklung auch sozusagen immer als eine Arbeit an den Realitäten unserer Zeit und insbesondere die Forschung an den vielen Schnittstellen, an denen Technologie auf Gesellschaft trifft. Das ist ja das zentrale Thema unserer eigenen Ars Electronica Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, dem Future Lab. Wir werden ein bisschen mehr dazu später hören. Sie machen am Samstagabend, bestreiten Sie mit der Future Lab Night hier im Deep Space ein unheimlich spannendes Programm, wo das auch spürbar und angreifbar wird. Und am Sonntag sind wir dann schon am Ende des Festivals. Um 14 Uhr gibt es Machina Mekava mit dem Piano-Grafik-Projekt, heuer eben wirklich exemplarisch auch auf dieser Suche nach Authentizität, was ist echt, was ist original, ist ja eine Frage, die ganz stark auch gerade von künstlerischer Perspektive hinter dem Thema steht. Und sie spielt heuer das legendäre Köln-Konzert, alle 67 Minuten, die 1975 aus Keith Jarretts Fingern geflossen sind und wirklich sozusagen ja, für Generationen mittlerweile sozusagen auch definiert haben, was Improvisation ist. Die Nachempfindung dieser Improvisation wird begleitet von Visualisierung, die wiederum aus Auseinandersetzung mit künstlichen Intelligenzprogrammen entstanden sind. Also genau diese ganz spannende Diskussion,
die uns alle beschäftigt. Und das sind die Abende und dazwischen gibt es eine Fülle von großartigen, umfangreichen Ausstellungen, die wird jetzt Christel Bauer präsentieren, die das gesamte Programm auch zusammengestellt hat. Danke, Gerfried. Auch ich stehe hier nur stellvertretend für ein Team von mehreren hundert Mitarbeiterinnen und da ein ganz großes Dankeschön an alle Beteiligten, ohne die wäre es nicht möglich. Wir sprechen jetzt über Ausstellungen. Wir haben eine ganze Bandbreite davon. Ich werde Ihnen 8 Minuten 8 Ausstellungen vorstellen. Lassen Sie sich nicht täuschen durch die Kürze hier, sie sind alle sehr umfangreich. Wir starten mit einem sehr speziellen Ort in der Post-City. Viele können sich erinnern, den Atombunker unten in den Kellergewölben der Post. Hier wird in diesem Jahr wieder die Themenausstellung stattfinden. Und zwar werden Positionen von internationalen KünstlerInnen wie Agnes Meyer-Brandes, Karen Palmer oder Charlotte Jarvis gezeigt. Die Ausstellung Co-Owning More Than Truth ist Teil des europäischen Projekts More Than Planet und beschäftigt sich vor allen Dingen mit den Veränderungen unseres Denkens, unserer Beziehungen, unserer Sprache und unserer Sicht auf die Welt. Sie gliedert sich in 3 thematische Schwerpunkte. Mapping Truth geht darum, um das Erforschen von natürlichen und digitalen Umgebungen, zum Beispiel wie Satelliten, die 24 Stunden, 365 Tage im Jahr uns überwachen, Daten erheben, die nicht nur uns Menschen betreffen, sondern natürlich unser ganzes Ökosystem. Navigating Truth geht es darum, diese Wahrheiten zu verstehen und zu sehen. Wie nehmen unterschiedliche Protagonistinnen, ob es jetzt Staaten sind, ob es Menschen sind, ob es Tiere sind, ob es Ökosysteme sind, wie erfassen sie diese Wahrheiten? Und der 3. Schwerpunkt ist Shifting Truth. Hier geht es darum, wie Technologie und Medien unsere Sicht auf die Dinge, auf die Wahrheit beeinflussen. Es zeigt, wie persönliche Informationen und Geschichten in der heutigen Zeit verwendet werden, aber auch, wer die Macht über diese Informationen hat. Die Pri-Ars Electronica-Ausstellung zeigt 19 Gewinnerinnen der insgesamt über 3000 Einreichungen in diesem Jahr. In der Kategorie Artificial Intelligence and Life Art geht es auch hier um Technologien, die natürlich nicht neutral sind, sondern vor allen Dingen Biases und menschliche Perspektiven reproduzieren. Vor allen Dingen in der Golden Nika Gewinnerinnenarbeit von Winnie Soon aus Hongkong. In der neuen Kategorie New Animation Art finden wir vor allen Dingen Arbeiten, die Animation ganz anders betrachten, wie zum Beispiel in der komplexen Arbeit von Ayung Kim, die zuallererst in diesem Jahr eine goldene Nika bekommen hat an eine koreanische Künstlerin. Und die 3. Kategorie Digital Musics and Sound Art wird unter anderem durch die Gewinnerinnenarbeit A Tale of Two Seeds vertreten von dem kolumbianischen Künstlerkollektiv Attractor. Und hier nutzt das Künstlerkollektiv Sonification, um vor allen Dingen die problematische Ausbreitung der agroindustriellen Technologien in Lateinamerika und neue Formen von Kolonialismus durch eben Gentechnik zu erzählen. Eine weitere Ausstellung, die 9 Gewinnerinnenarbeiten präsentieren wird, ist die Starts Prize Ausstellung. Der Starts Prize wird bereits viele Jahre in Folge jährlich ausgelobt, und zwar im Namen der Europäischen Kommission. Zu sehen sind hier unter anderem die 2 Gewinnerinnenarbeiten, einmal von Alexandra Daisy Ginsberg, Pollinator Pathmaker. Hier geht es darum, einen Garten zu gestalten, nicht aus Sicht des Menschen, nicht aus ästhetischen Sichten, sondern aus Sicht von Bestäubern. Und BesucherInnen können ihren eigenen Garten anhand von algorithmisch berechneten Gestaltungsmöglichkeiten neu gestalten. Broken Spectra ist die Gewinnerarbeit von Richard Moss und das Porträt einer vorsätzlichen Umweltkatastrophe, die sich entlang des 4000 Kilometer langen Highways, Transamazonen Highways, befindet. Die Arbeit wird zu sehen sein in einer 20 Meter langen Projektion-Installation und sollte auf keinen Fall verpasst werden. Citizen Science, Gerfried hat es bereits erwähnt, ist ein zum allerersten Mal durchgeführter Preis, the European Union Prize for Citizen Science, der Europäischen Kommission und prämiert auch in diesem Jahr herausragende Projekte, deren sozialer und politischer Impact die Weiterentwicklung einer pluralistischen und inklusiven als auch nachhaltigen Gesellschaft vorantreiben soll.
Es werden hier die drei Gewinnerarbeiten gezeigt. Herausheben möchte ich die GewinnerInnen des Grand Prix, und zwar die Initiative ISALA, eine Citizen Science Map of the Vaginal Microbiome, die sich vor allen Dingen mit der Gesundheit von Frauen beschäftigt. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg hat Aselektronica gemeinsam mit dem österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten im vergangenen Jahr die State of the Artist Initiative gegründet. Hier geht es darum, KünstlerInnen aus der ganzen Welt eine Bühne zu bieten und ihnen Aufmerksamkeit zu verschaffen, vor allen Dingen denen, die unter Gefahr für Leib und Leben sich gegen Krieg und Verfolgung stellen. In diesem Jahr wurde die Initiative erweitert und lädt KünstlerInnen ein, auf der einen Seite, die in Kriegsgebieten leben, aber auch die unter nationaler, kultureller Repression arbeiten und leben, ob es nun durch Staaten, politische Systeme, Gesellschaften oder aber auch durch die bereits existierenden Konsequenzen der Klimakrise handeln. Hier zeigen wir die gesamten neuen Gewinnerprojekte, unter anderem die Arbeit Yovar von Masha Alep, einer iranischen Künstlerin, und And If We Observe the Presence des nigerianischen Künstlers Taye Oyo. Auch hier gibt es noch viele weitere Gewinnerinnenprojekte. Herausgreifen möchte ich noch den Partner Award Caltech and Aselectronica, wo wir eine südafrikanische Initiative präsentieren, die sich Art Meets nennt. Und es geht noch weiter. Wir laden natürlich internationale Institutionen, Partnerorganisationen ein, nach Linz zu kommen, um ihre Perspektiven und Projekte hier auf der Festivalplattform zu präsentieren. Dabei sind unter anderem, es gibt noch viele mehr, Future Fantastic, ein neues Festival aus Bangalore in Indien, die Virtual and Physical Media Integration Association aus Taiwan, das Hexagram-Netzwerk aus Quebec, Hyphen Hub und das XR Ensemble aus New York, das V2 Lab for Unsustainable Media aus Rotterdam, als aber auch die Civic Creative Base aus Tokio. Sie alle hinterfragen konventionelle Denkweisen und bringen ihre eigenen Perspektiven als auch die ihrer KünstlerInnen zum Festival nach Linz. Und nun möchte ich sehr gerne an Hemma Schmutz übergeben, die künstlerische Leiterin des Lentos Kunstmuseum. Herzlichen Dank für die fantastische Zusammenarbeit. Wir haben eine tolle kollaborative Ausstellung geplant. Bitte, komm zu mir. Ja, ich freue mich, hier zu sein und werde ein bisschen was erzählen von unserem Kooperationsprojekt, das heuer stattfinden wird. Seit nun fast 20 Jahren gibt es ja mehr oder weniger jedes Jahr eine Präsentation auch der ARS im Lentos. Und seit 2 Jahren haben wir diese Zusammenarbeit auch intensiviert. In dem Sinne, dass die Wahrheit der zeitgenössischen bildenden Kunst und die Wahrheit der technologischen Kunst zusammenkommt. Und wir mit dem CIFO Award, CIFO ARS Electronica Award, lateinamerikanische Künstlerinnen und Künstler auswählen, die Gelder zur Verfügung gestellt bekommen, um überhaupt ihre Werke umsetzen zu können. Und nun haben wir schon 2-mal diesen sehr langwierigen, aber auch sehr interessanten Prozess durchgemacht, dass wir gemeinsam diese Projekte ausgesucht haben und können Ihnen jetzt in den unterschiedlichen Räumlichkeiten des Lentos, im UG, im Foyer und im Auditorium die Preisträgerinnen präsentieren. Und das sind einerseits eben die 3 Preisträgerinnen des CIFO ARS Electronica Awards, aber CIFO, eine lateinamerikanische Foundation, hat uns auch gebeten, dass wir auch die anderen Preisträgerinnen und Preisträger ihrer anderen Awards präsentieren. Und das sind dann im Ganzen 9 Künstlerinnen und Künstler, die wir zeigen werden. Lateinamerika ist ein spannendes Land, das, glaube ich, in der ARS Electronica, aber auch bei uns viel zu wenig gezeigt wird. Es gibt natürlich einen viel stärkeren Fokus auf Asien, aktuell in der bildenden Kunst auf Afrika. Deshalb
freuen wir uns immens, dass wir da wieder dabei sein können. Ich persönlich freue mich auch besonders, weil ich 2000 in der Generali Foundation in Wien eine Ausstellung mitgestalten durfte mit dem Titel Vivencias. Da ging es um lateinamerikanische Künstlerinnen der 60er und 70er Jahre mit zum Beispiel Martha Minuchin, Helio Etisika etc. Und da sieht man auch, dass die Schwerpunkte, die Interessen dieser Künstler auch damals schon vorgegeben waren. Eine starke Auseinandersetzung mit Technologie, eine starke Auseinandersetzung mit Zeit, mit gesellschaftspolitischen Fragen und natürlich mit der eigenen Geschichte. Also herzlichen Dank noch einmal für diese tolle Zusammenarbeit. Bitte kommen Sie ins Lentus, schauen Sie sich die Ausstellung an. Wir freuen uns, dass wir diesmal wieder dabei sind. Herzlichen Dank, liebe Hemmer, für die Vorstellung. Und ich möchte direkt weitergeben an Rektorin Brigitte Hütter, die ein fantastisches Programm mit ihrem Team an der Kunstuniversität vorbereitet hat. Bitte gib uns einen Einblick. Schönen guten Vormittag. Ja, wir sind gerne wieder dabei. Wir sind Teil des Ars Electronica Festivals. Wir sind heuer 50 Jahre alt, also haben als Universität, als Kunstuniversität ein rundes Jubiläum und seit mehreren Jahrzehnten, seit mehr als 25 Jahren, sind wir auch Kooperationspartner und Partnerin der Ars Electronica. Als ich gehört habe und gelesen habe, wie das Festival heuer sein Motto ausrichtet, Who Owns the Truth, habe ich zuerst geschluckt. Ich dachte, wem gehört die Wahrheit? Das sind doch genau die Punkte, die Despoten, Diktatoren, Kriegsführende aller Herren Länder für sich in Anspruch nehmen. Nämlich unter dem Titel der Wahrheit wurden schon Glaubenskriege, wurden auch ganz aktuell Kriege mit Geschichtsverdrehungen aller Art geführt. Wir schauen nur nach Russland, wo sich auch ein Diktator bezieht auf eine sehr krude Auffassung von Geschichte. Also wo ist die Wahrheit? Dann daran denkend, wie können wir uns daran beteiligen? Naja, wir haben als Kunstuniversität uns im Jubiläum dann das Motto gegeben, Radical Collective, also radikal kollektives Zusammenarbeiten und damit auch gewählt für uns den Ansatz, nicht die Wahrheit zu suchen, um Recht zu haben, sondern die Wahrheit zu suchen, um der Auseinandersetzung willen, um auch verschiedene Blickwinkel zusammenzubringen, um des Lernens willen. Also wenn Sie so wollen, die Analogie zur KI, nicht nur die KI ist lernend, auch nicht nur Organisationen sind lernend, sondern bitte lassen Sie uns nie vergessen, dass Menschen lernend sind. Und in diesem Sinn passen wir als Kunstuniversität, glaube ich, sehr, sehr gut genau mitten in dieses Motto. Und Who Owns the Truth gehen wir an mit der Antwort, sie gehört den Radical Collectives. Also Sie merken die Substantivierung, all denjenigen, die radikal zusammenarbeiten wollen und sich genau auf diesem gemeinsamen Weg begeben wollen. Und genau das tun wir. Wir sind mit Interface Cultures in der Post City, eine wirklich sehenswerte Ausstellung. Manuela Navot, Christa Sommerer und das gesamte Team von Interface Cultures hat diese Ausstellung gestaltet. Wir sind aber natürlich auch in unseren Gebäuden. Wir sind mit einer Großinstallation am Hauptplatz sichtbar täglich. Wir haben wieder einen Soundcampus in unseren Innenhöfen, also wenn es irgendwo wummert, vielleicht sogar zeitgleich mit der Klangwolke, dann ist das unser Soundcampus. Und wir haben, was uns wirklich sehr freut, die Taipei National University of Arts bei uns mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit einer hochrangigen Delegation vom Präsidenten bis zu den Deans und freuen uns sehr, auch in dieser Partnerschaft zusammenzuarbeiten, auch Stellung und Haltung zu beziehen und gleichzeitig auch künstlerisch in einem Projekt die politisch und tektonisch sehr, sehr schwierige, prekäre und spannungsvolle Lage von Taiwan auch aufzuzeigen. Also insofern, wir sind wieder gern dabei, schauen Sie sich das, so wie Hemmer Schmutz gesagt hat, auch bei uns an und wir werden natürlich auch regen Anteil nehmen, reges Zusammenarbeiten praktizieren, aber auch Essen, Trinken und Feiern zusammen praktizieren. Ich glaube, das darf auch nicht zu kurz kommen. Dankeschön. Vielen Dank.
Sie haben es gehört, verpassen Sie dieses fantastische Programm nicht. Es sind des Weiteren noch 56 internationale Universitäten in Linz. Der Campus erstreckt sich von der Post City über die Kunstuniversität bis ins Salzamt. Dementsprechend umfangreich werden die Projekte sein. Das Festival holt über 1000 KünstlerInnen nach Linz. Das heißt, nehmen Sie sich die Zeit, treffen Sie diese Personen, sprechen Sie mit ihnen über Ihre Projekte und gehen Sie den Fragestellungen des diesjährigen Festivals nach. Und damit übergebe ich an meine liebe Kollegin Veronika Liebel, Managing Director unseres Bereichs und ein Co-Partner in der Produktion. Danke vielmals. Genau, ich mache weiter mit den Konferenzen der diesjährigen Ars Electronica, die ähnlich dicht und vielfältig sind wie schon die Ausstellungen. Ich starte mit dem Highlight des diesjährigen Konferenzprogramms, nämlich dem Ars Electronica Themensymposium, das an 3 Tagen vom Festival Donnerstag bis Festival Samstag auf der großen Konferenzbühne der PostCity stattfinden wird. Ausgangspunkt, wie soll es auch anderes sein, ist natürlich die zentrale Fragestellung des Festivals Who Owns the Truth, wem gehört die Wahrheit. An den 3 Tagen widmen wir uns unterschiedlichsten Perspektiven auf die Beziehung zwischen Wahrheit und Deutungshoheit. Insbesondere werden wir starten mit einer technologischen Perspektive. Wir verstärken dann die Diskussionen am Freitag vor allem aus ökologisch-ökonomischer Sicht und werden abschließend am Samstag uns vor allem auf gesellschaftspolitische Dimensionen fokussieren. Der erste Teil des Themensymposiums läuft unter dem Titel der Next Renaissance und wird vom Staatsprogramm der Europäischen Kommission gemeinsam mit Eumeta, der European School of Metaverse, der Caltech Association und dem EIT for Culture and Creativity veranstaltet. Bei diesem ersten Teil der Themenkonferenz oder Themensymposium beleuchten wir vor allem aktuelle europäische KI-Strukturen, auch wie diese potenziell weiterentwickelt werden können. Wir bringen einige Beispiele auch auf die Bühne, die vielleicht schon Modellcharakter haben und fragen natürlich auch zwischen dem Gleichgewicht von Innovation und Datentransparenz, Datenhoheit. Während wir uns am Vormittag noch vor allem diesen infrastrukturell technologischen Themen widmen, versuchen wir es dann am Nachmittag wirklich ganz konkret anhand einem Sektor zu diskutieren, und zwar unserem Sektor der Kultur- und Kreativwirtschaft, und zwar wie KI-Strukturen konkret wirklich die rechtlichen Rahmenbedingungen und auch Geschäftsmodelle in unserem Bereich verändern. Teil 2 des diesjährigen Themensymposiums nimmt die Frage, wem gehört die Welt, sehr wörtlich, und wirft wirklich die Frage auf, ob man Wahrheit tatsächlich besitzen kann. In Zusammenarbeit mit dem schon gefallenen More Than Planet Projekt, einem europäischen Netzwerk, das sich vor allem Umweltkompetenz in Europa widmet, zieht das Symposium vor allem Parallelen zwischen dem Eigentum an der Natur und der Natur am Eigentum. Die Diskussionen reichen von Tiefsee bis Stratosphäre. Wir haben einige Sprecherinnen eingeladen, die auch zum Wettlauf und den neuen Machthierarchien von ökologischem Eigentum sprechen, genauso wie Sprecherinnen auch die vermeintlichen Wahrheiten über unseren Planeten, die teilweise auch von Konzernen und Marketingkampagnen natürlich geprägt werden und eine fatale Zerstörung zur Folge haben, widmen. Es sprechen Ökologinnen, Ökonominnen, Künstlerinnen, Soziologinnen und auch eine Astronautin. Der 3. und der letzte Tag des Themensymposiums widmet sich dann unter dem Titel End of Truth den demokratiepolitischen Auswirkungen neuer Technologien. Im Zentrum stehen, und wie soll es auch anders sein, tatsächlich angesichts des kommenden Superwahljahrs, die Unterscheidung von Fakt und Fiktion. Wir haben Regierungsvertreterinnen eingeladen, wie zum Beispiel die Digitalministerin Taiwans Audrey Tang, aber auch Regierungsberaterinnen. Sie sprechen alle zu KI und Demokratie und natürlich auch, wie Missinformation unser Verhältnis zur Wahrheit verändert. Wen
für wen die Themensymposien alleine noch nicht ausreichen. Wir haben einen ganzen Marathon an Diskussionen, Panels etc. Ich habe jetzt nur einige wenige herausgenommen. Man könnte die ganze AS auch in Konferenzen verbringen. Wir starten am Mittwoch, den 6. September mit der Founding Lab Konferenz. Founding Lab wurde heute schon vorgestellt und geben dort wirklich den Studierenden, also denen, die schon in der Summer School sitzen, die Bühne, ihre Visionen zur neuen IDSA vorzustellen und auch ihre Visionen zur Universität des 21. Jahrhunderts. Das Thema Bildung gibt es am ersten Tag des Festivals gleich in zwei weiteren Konferenzhöhepunkten noch vertreten. Einerseits wird es wieder den Fixpunkt geben, Symposium Perspektive der politischen Bildung in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Oberösterreich und der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Hier nehmen wir die aktuellen Diskussionen rund um die aktuellen Klimakleber-Aktivitäten zum Anlass, um auch den Konflikt oder die Zusammenarbeit zu hinterleuchten von gesellschaftlichen Herausforderungen und gesellschaftlicher Teilhabe. Der dritte Bildungsschwerpunkt, die dritte Bildungskonferenz an dem Tag ist allerdings ein Novum, und zwar mit der ersten gemeinsamen Forum oder mit dem ersten gemeinsamen Konferenz zur digitalen Bildung von Kunstuniversität Linz, der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen und der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich will man zum ersten Mal tatsächlich einen aktiven Diskurs und ein Forum schaffen, um innovative Lehrmethoden zu diskutieren, natürlich, wie soll es auch anders sein, vor allem im digitalen Bereich. Ein Symposium, das mittlerweile absolut nicht mehr wegzudenken ist bei der AS Electronica, ist Expanded Animation. Hier ein großer Dank auch an die langjährige Zusammenarbeit mit der FH Oberösterreich Campus Hagenberg und vor allem dir, lieber Jürgen Hagler, Kurator vom Expanded Animation Symposium wieder. Mittlerweile machen wir das zum 11. Mal bereits. Wie immer beleuchtet auch dieses Symposium tatsächlich die vielen Schnittstellen von Computer Animation zu anderen Sektoren, auch zur Industrie. Dieses Jahr ganz konkret unter dem Titel The Art of Performance hier im AS Electronica Center im dritten Stock im Skyloft vom Freitag bis zum Sonntag des Festivals mit einem sehr starken Fokus auf Animation in performativen Kontexten. Eine Konferenz, die man definitiv nicht vermissen sollte, weil es eine Möglichkeit ist, auch tatsächlich persönlich in Kontakt mit den Pionierinnen der Medienkunst, auch den Golden Nicker-Gewinnerinnen zu treten, ist natürlich das Prix AS Electronica Forum. Dieses Jahr am 10. September in der Post City, auch auf der Hauptkonferenzbühne. Und zu guter Letzt noch eine Empfehlung für alle, die sich auf das Programm der Europäischen Kulturhauptstadt nächstes Jahr freuen. Die künstlerische Geschäftsführerin Elisabeth Schweger wird tatsächlich am Donnerstag, Freitag und Samstag des Festivals zu einem Showfix Salzkammergut 2024 laden, hat im Gepäck einige Künstlerinnen und Protagonisten schon mitgebracht aus dem Programm vom nächsten Jahr und auch kulturpolitische Diskussionen zur Regionalentwicklung. Das ein Mini-Überblick über die Konferenzen. Es gibt, wie gesagt, noch viele, viele mehr. Ich gebe zurück zu den AS Electronica Specials. Wer könnte die anders präsentieren als du, lieber Gerfried? Genau, zu den vielen, vielen mehr, dass es in diesem Festival noch gibt. Ein spannender Programmpunkt wird die Transformation Lounge sein, ein Projekt unseres Future Labs mit der Hakodo, der, glaube ich, zweitgrößten PR- und Innovationsagentur aus Japan, mit deren Zusammenarbeit wir ganz faszinierende auch Firmen, Forschungsinstitutionen aus Japan immer wieder nach Linz bringen können, wirklich sehr spannende Themenbereiche. Das sind Workshops, wo der Festivalbesuch für Sie auch zu einem Hands-on-Erlebnis werden kann. Ähnlich wie natürlich bei Create Your World, das ist die große Plattform für Jugendprojekte, für Projekte der Zivilgesellschaft, Initiativen von Hackern, Do-it-yourself angefangen, bis hin zu wirklich sehr avancierten auch Entwicklungs- und Startup-Projekten. All das
findet, vor allem in der Postcity. Es wird wieder, wenn man raufkommt, links rein die große Halle, wo sich das verdichtet. Das allein ist etwas, dem sollten Sie mindestens einen Tag Ihres Festivalbesuchs widmen. Und dort findet sich auch das Open Future Lab, über das uns der Roland Haring jetzt ein bisschen informieren wird, einer der Direktoren unseres Future Labs. Ja, danke, Gerfried. Neben der Future Lab Night, die, wie Sie ja gehört haben, dieses Jahr am Samstag stattfindet, als performativer Abend, wo unsere Arbeiten in sehr kompakter Form vorgestellt werden, ist übrigens, dieses Jahr wird sie zweimal gezeigt, aufgrund des großen Publikumsinteresses im letzten Jahr, gibt es natürlich auch noch viele andere Beiträge, die wir zum Festival leisten dürfen. Neben verschiedensten Präsentationen im Deep Space ist ein ganz wichtiges Projekt das Open Future Lab. Das Open Future Lab wird es quasi in der Postcity zu sehen geben, sehr zentral zwischen Infodesk und Create Your World leicht zu finden. Und das Ganze ist ein mehrere hundert Quadratmeter großer Ausstellungsbereich, wo an die 10 Projekte gezeigt werden, an denen wir aktuell arbeiten oder dieses Jahr gearbeitet haben. Die Projekte sind sehr unterschiedlich, aber was sie gemeinsam haben, ist, dass sie alle einen künstlerisch-experimentellen Zugang haben zu den Fragestellungen, mit denen sie sich beschäftigen. Sei es jetzt in der Vision, in der Konzeptionierung, in der Umsetzung, in der Kollaboration oder auch im Ergebnis. Und ja, das ist für uns da eine sehr großartige Gelegenheit, damit einfach mit diesen Projekten, einfach auch mit dem Festivalpublikum in Diskurs zu kommen und die da einfach auch sichtbar zu machen und vorzustellen. Und was man sich da so drunter vorstellen kann, ist zum Beispiel mit RICO ist eine Zusammenarbeit, da geht es um Future Teams, um den Büroalltag der Zukunft, das ist ein spekulatives Designprojekt, welche Rolle da KI, Roboter spielen können, und das Ganze wird auch auf einer Bühne präsentiert, wo auch das Publikum das dann auch direkt selbst ausprobieren kann und da auch dann mit in diese Diskussionen darüber einsteigen kann. Aber es sind viele solche Auseinandersetzungen, auch quasi natürlich künstlerische Projekte, wo es auch um künstlerische Forschung gibt, wie jetzt. Und zwei, wird man konkrete Ergebnisse sehen, wie das aussehen kann, von Musikinstrumenten, neuartigen, bis ja, anderen interessanten ja, Projekten. Aber so viel, nur mal ein kurzer Einstieg, würde ich sagen. Aufgrund der knappen Zeit gebe ich gleich weiter an Michael Mondria, um vorzustellen, was die Solution beim Festival zeigen wird dieses Jahr. Ja, ich freue mich, dass ich Sie einladen kann. In der Postcity, in dem frei zugänglichen Bereich, haben wir eine interaktive Begegnungszone, werden wir schaffen, wo wir aus unseren vielen Projekten aus der Wirtschaft, mit öffentlichen Organisationen, mit Wissenschaftsorganisationen Beispiele zeigen, die alle etwas mit Wissenstransformation zu tun haben, Zugänge zu schaffen zu den Wahrheiten, die von den Firmen, von den Unternehmen kommen, aber eben auch von Wissenschaftsorganisationen kommen. Und wir werden da zusätzlich auch einen Einblick geben, indem wir zumindest an 3 Tagen, Donnerstag, Freitag und Samstag, sogenannte Salon-Talks machen, wo wir beispielhaft Organisationen eingeladen haben, die mit uns in den Dialog gehen, in die Diskussion, wie denn so eine Wissenstransformation, welche Zugänge, welche Formate wir hier brauchen, um den Menschen diese Zugänge zu geben. Ganz besonders freut mich, dass es gelungen ist, das Climate Office der Europäischen Weltraumorganisation einzuladen. Das begleitet uns während des ganzen Festivals, ist am Areal dieser interaktiven Begegnungszone der Solutions sichtbar und berichtet und informiert gerne über die umfangreichen Aktivitäten der ESA, dieses wichtige Thema betreffend, Wissenstransformation, was den Klimawandel betrifft, zu machen. Und last but not least haben wir am Freitag ab 5.30 Uhr hier im Deep Space einige Sessions mit dem Schwerpunkt eben unserer Kooperation mit der ESA, wo wir neue Visualisierungen und neue Applikationen zeigen können. Und das war's auch schon. Danke. Man
Was einfach immer wieder faszinierend ist, ist sozusagen dieses Name-Dropping der vielen Firmen und der Institutionen, die mit uns zusammenarbeiten. Und das Name-Dropping setzt sich gleich fort, wenn wir jetzt über diesen Ort hier im Rahmen des Festivals sprechen, der Deep Space, den wir gerade vor ein paar Tagen mit ganz neuen, brandneuen Laserprojektoren ausgestattet haben, wird auch heuer wieder ein Schwerpunkt des Festivalprogramms sein, unter anderem mit Präsentationen von internationalen Einrichtungen, Kooperationen zum Thema Cultural Heritage. Das machen wir seit vielen Jahren. Louvre, Vatikanmuseen, Sie erinnern sich, Kunsthistorisches Museum. Heuer kommt zum Beispiel auch dazu, dass wir mit den Salzburger Festspielen ein ganz ein tolles VR-Projekt haben, das Sie auch während der Festivalwoche hier sozusagen anschauen können, das Making-of, und in Salzburg sozusagen als prominente Außenstelle des Festivals wird auch heuer in Salzburg die Felsenreitschule für dieses Projekt zur Verfügung stehen. Das Nationalmuseum, der spanische Prado, bringt eine Gigapixel-Kollektion von Goya. Wir haben mit Grand Palais Immersive ein digitales Venedig, und auch Franz Fischnaller, der seit Jahrzehnten sich mit den Geheimnissen des letzten Abendmahls und seinen digitalen Umsetzungen beschäftigt, wird den aktuellen Stand seiner Forschung präsentieren. Es ist aber auch ein fantastischer Ort für Performances. Martin Rummel hat es vorher auch schon angesprochen, auch eine Tanzperformance hier wird wieder stattfinden. Eine Reihe von anderen großartigen Dingen, auf die ich nicht eingehe. Auch nur sehr oberflächlich streife ich jetzt dieses fantastische Bildungsprojekt, das heuer auch startet, also von Universitäten, von künstlerischer Forschung zu den ganzen Projekten, in denen auch mit Citizen Science gearbeitet wird, gibt es natürlich auch heuer wieder einen Schwerpunkt für das, was wirklich die Bildungsherausforderung der jungen Generation ist. Ein fantastisches Projekt, das wir übrigens morgen am Hauptplatz in einer eigenen Pressekonferenz vorstellen werden, mit der Kaiserschild-Stiftung, die hier hinter diesem Projekt steht. Das ist, wenn man es ganz einfach zusammenfassen will, sage ich, ein Ars Electronica Center auf Rädern, ein wunderbares Labor, ein Bildungslabor, wo die Begegnung mit den Technologien der Zukunft und den Gestaltungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, auch in die Regionen getragen wird. Dieser Truck mit einem großen Aufleger, in dem ein super spannendes, kreatives Labor drinnen ist, wird eben ab Herbst auch durch die Volksschulen erst einmal in Oberösterreich und dann durch ganz Österreich touren. Unser Future Lab durfte an der Entwicklung mitarbeiten, und unser Ars Electronica Center Team wird dann auch die Betreuung vor Ort übernehmen. Eine wunderbare Kooperation eben mit der Kaiserschild Stiftung und wirklich ein weiterer Schwerpunkt dieser ganz, ganz großen Bildungsoffensive sozusagen, die sich rund um Ars Electronica auch getan hat. Bildung im Sinne von, ja, wie verstehe denn das Ganze, ist sozusagen der letzte Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Sie brauchen kein Pro-Seminar irgendwo belegen, um unser Programm auswendig zu lernen, kommen Sie einfach in die Post-City. Da gibt es diese WeGuideU-Möglichkeiten, Spotlight-Tours. Sie können sich Themenbereiche aussuchen, die Sie besonders interessieren, dann an Führungen teilnehmen, auch Highlight-Tours hier im Ars Electronica Center. Das ist wirklich sozusagen der Easy-Going-Einstieg. Einfach kommen Sie und wir erledigen den Rest für Sie. Der Rest wäre noch ganz, ganz, ganz viele Projekte, viele Kooperationspartnerinnen zu erwähnen. Vielleicht ganz Schluss, wie gesagt, das ist kein Witz, dass wir da sozusagen so mini-klein so viel, sondern es ist wirklich Zeichen dieser ganz, ganz großen Wertschätzung, die wir, und dieser Dankbarkeit, die wir auch diesen vielen Einrichtungen von den großen Geldgebern wie die Stadt Linz bis hin zu den lokalen Kooperationspartnern und ganz vielen Instituten, Botschaften, Kulturinstituten anderer Länder, die vielen Universitäten, viele Firmen, die uns mit Sachleistungen unterstützen. Das ist wirklich dieses riesige Netzwerk, das Ars Electronica überhaupt möglich macht, und dem sei damit noch einmal gedankt. Ansonsten, wie immer, mein guter Ratschlag, die verbleibenden Tage viel schlafen, gesund essen, damit Sie die 5 Tage dann wirklich durchhalten. Damit danke an die Leute, die über YouTube zugehört haben. Wir switchen jetzt für Fragen in den Zoom-Channel, und ich darf hier kurz um eine Pause bitten. Wir geben dann bekannt, wenn wir wieder online sind, und danke fürs Zuhören.